Jetzt ärgert es mich, warum hat das iPhone kein Sonnensystem? Auch ganz nette laminare Strukturen dann. Kritisch ist eigentlich da, wo es wieder heller wird. Ja. Weil das, diese ganz dunkle Wolke, da ist im Prinzip die Feuchtung. Und oben sieht man den Widerschlag und dahinter kommt dann alles runter als wegen Tages. Ja, ja, da passiert ja nichts. Außer, dass es dann vielleicht, wenn es drüber zieht, anfängt. Sehr wenig. Zelle ist, der Wind, das ist wahrscheinlich ordentlich was Komponente noch. Ah ja. Was war's? Oh. Ziemlich weit vorne. Schön, ne?